Hallo Leipzig, in Erkelenz fangen wir mit einer 14-minütigen Verspätung an. Das heißt Pilates CT. CT ist Latein, heißt cum tempore und ist wie früher an der Uni mit Verzögerung. Einatmen, einmal das Brustbein zur Decke, ausatmen, Runde einmal. Ich muss einmal gucken, einmal einatmen. Hier, und die Andrea, die Melanie kenne ich. Und wer bist du? Ich bin die Marion. Marion, alles klar, Marion. Moni kenne ich, dich kenne ich doch auch. Wer bist du denn nochmal? Du bist die? Gerda. Echt nicht? Gerda, mir war so, als hätte ich dich schon einmal gesehen. Füße in den Boden schieben, Brustbein nach oben. Und dann bleib einmal hier, öffne die Arme. Schau, und jetzt zieh mal die Fingerspitzen nach hinten und gib so kleine Federungen, kleine Federungen. Ich nenne das, wenn ich das notiere, die Büroübung. Wer von euch also im Büro arbeitet, eine sitzende Tätigkeit hat, für den tut das gut. Vielleicht merkt ihr, wenn ihr die Finger spreizt, so ein Ziehen hier vorne. Ja, so ein Ziehen. Und dann mit diesen kleinen Federungen, geh mal nach unten, dann verändert sich das Ziehen. Ja, ich bleibe mal hier so hin. Ihr seht mich ja, guck mal, ihr seht mich doppelt und dreifach auf dem Monitor und einmal hier. Genau, ich höre im Hintergrund einige Atmen. Atmen ist immer gut. Mhm. Federn, sehr gut. Merkt ihr an den Fingerspitzen so ein kleines bisschen, wenn man die Finger richtig spannt? Ja, und die sogar noch nach hinten zieht, da kommt so ein kleiner Zug. Und diese kleinen Federungen sind ganz typisch für das Faszientraining. So. Ich glaube, es fängt draußen jetzt wirklich an zu regnen. Wir haben ein Riesenglück, dass wir doch noch reingegangen sind. Ein letztes Mal Feder, bis die Arme hier seitwärts sind. Und dann Runde. Und öffne. Einmal runden, das ist wie so eine Haarspange, die du zumachst und dann, weil du so dicke und lange Haare hast, einige von euch kennen das, patz, springt die Spange wieder auf. Einmal runden und patz, öffnen. Ein runden und patz, öffnen. Letztes Mal bitte runden, patz, öffnen und dann senkt die Arme wieder ab. Kreis ein paar Mal die Schultern. Gut. So. Cool, dann nimm von hier den einen Arm, hier bei uns ist der rechte, und zieh einmal rüber, sodass die ganze rechte Flanke, bleib mal hier, klopf mal drauf, gut, klopfen, und auch reiben. Beim Faszientraining stimulieren wir ganz viele Rezeptoren. Rezeptoren sind Nervenenden und die haben alle verschiedene Funktionen und die einen reagieren halt auf Klopfen. Und die anderen auf Reiben und die nächsten auf so ein bisschen Druck und so weiter und so gut. Und was dann passiert ist, dass die ganze Flanke viel, viel wacher ist und ihr euch plötzlich ein ganzes Stück, merkt ihr das, wie weit ihr euch plötzlich hier rüber biegen könnt? Hammer, ne? Und komm wieder hoch. So, nimm das nochmal einmal hoch und jetzt schiebt das Becken auch noch da nach außen und komm wieder zurück. Ausatmen, Füße in den Boden schieben, auch wenn ihr meine Füße gerade gar nicht sehen könnt. Die schieben unfassbar in den Boden. Und wieder zurück. Bieg noch einmal darüber. Mach weiter. Mal gerade gucken, wie ihr das hier. So, lass die Füße am Boden. Ganz genau, Marion. Und es gibt kleine Federungen hier so. Kleine Federungen mit dem Becken nach außen. Und der Kopf geht zum Fenster raus. Da-da-dam. Und von da wieder hoch. Jetzt fühlt sich die rechte Seite komplett anders an als die linke. Kann das sein? Ja, ne? Gucken, ob das auch irgendwas bewirkt hat im Körper. Also anders anfühlen ist schon eine Riesenwirkung. Roll mal bitte die Wirbelsäule ab, bis ganz nach unten. Bleib da unten hängen. Bleib hängen und spür mal nach, ob die rechte Seite genauso ist wie die linke. Ich merke nämlich an meiner rechten, also an der Seite, wo gerade diese Dehnung war, merke ich deutlich, dass da viel weniger Zug auf der Rückseite ist. Und meine rechte Hand kommt viel tiefer an den Boden als meine linke. Ja, das, bei der Melanie sieht man das sogar, ne? Es sei denn, du hast einen Armlängenunterschied, der gewaltig ist. Dann würde ich allerdings doch meinen Arzt konsultieren. So, beug die Knie leicht ein und schieb die Füße in den Boden, komm wieder in den aufrechten Stand. Für die mit den Armunterschieden würde ich jetzt auch die zweite Seite anbieten wollen. So, nimm den anderen Arm hoch. Schau mal, auch hier beim Faszien Pilates immer flache Bauchdecke. Und dann schieb rüber, bleib hier auf dieser Aufdehnung. Denk an diese vielen Fühler, Rezeptoren sind nichts weiter als Fühler und die brauchen immer was zu fühlen. Dann springen die an. Ich drehe mich immer mal so rum und gucke mir meine Meute hier so an. Also klopfen, reiben,
Auch Achsel, vorne Brustmuskel, die Rippen, die Taille. Und dann, wie durch Wunder und durch dieses schöne Stimulieren der Rezeptoren, ziehst du dich lang raus und biegst schon mal fast 90 Grad rüber und kommst wieder hoch. Jetzt nimm das Becken mit zu, schau hier, bieg darüber mit dem Popo zur Seite und komm wieder aufrecht. Ausatmen, Popo rüber und wieder aufrecht. Zweimal noch Popo rüber. Super, ich höre da jemanden atmen, ich glaube, es war die Melanie. Und bieg da rüber, bleib auch hier. Die Füße wieder in den Boden schieben, den Arm in den Raum reinziehen und tüchtig federn, ganz kleine Mini-Federungen. Weiter atmen und dann öffne hier wieder. Gib dir ein, zwei Atemzüge, um diese Flanke hier zu spüren. Ja. Und dann roll die Wirbelsäule genüsslich nach unten ab. Nach da ganz unten. Bleib da. So, Arme wieder gleich lang. Der die Arme wieder gleich lang unten. Ja, müssen wir doch nicht zum Arzt. So, lass diesmal die Knie langgestreckt, schieb die Füße in den Boden und roll die Wirbelsäule wieder auf bis in den aufrechten Stand. Gut, pass auf. Von hier legt die eine Hand so über den Körper. Da. Auf den Beckenkamm. Das nennt man Beckenkamm hier, diese Schaufel. Und jetzt kommt ein bisschen eine Herausforderung. Guck mal, der Ellbogen, der federt so nach außen. Nach außen. Und diese andere Hand hier am Becken ist nur für so eine ganz kleine Kontrolle, damit das Becken nicht zu sehr mithuscht. Und der ganze Körper, oder vielmehr der Oberkörper, der Schultergürtel, kommt in so eine schöne kleine Rotation. Und Rotation. Und Rotation. Und dann nimm bei jedem zweiten Mal, nimm den langen Arm, langer Arm wieder zurück und Ellbogen. Und langer Arm und Ellenbogen. Und langer Arm und Ellenbogen. Und das kann so dynamisch werden. Schau, und je dynamischer das wird, desto mehr bitte noch auf die Knie achten. Ihr könnt meine Beine gerade nicht sehen. Wenn ihr die sehen könntet, würdet ihr merken, dass die Knie nach vorne zeigen. Ja, keine X-Beine, keine O-Beine. Lasst die Beine und die Zehen nach vorne zeigen, dass die Kniekappen nach vorne zeigen. Egal, ob die Knie gestreckt oder gebeugt sind. Und nimm noch ein paar Mal diese schönen Federungen. Und ein letzter Durchlauf. Und dann kurze Pause, locker. Auch das hat was gemacht mit eurem Körper. Könnt ihr sofort testen. Einmal Arme aufspannen. Und jetzt dreht zur bearbeiteten Seite einmal rum und spürt nach, wie ist die Qualität. Und zur nicht bearbeiteten Seite. Unterschied? Gibt es da jemanden, der merkt das? Ihr? Ja? Oh, Marion überlegt, ich weiß noch nicht so ganz. Ich weiß noch nicht so ganz. Muss nicht, okay? Körper ist auch nur ein Mensch. Aufrecht wieder. Andere Hand hier. Und erstmal Ellbogen, Ellbogen. Und jedes Mal die Knie federn, Knie federn, Knie federn. Die Knie gehen gerade nach vorne, auch wenn der Ellenbogen nach hinten geht. Dann kommt der lange Arm und lang und kurz. Ja. Und lang und kurz. Lang. Und kurz, lang und kurz, noch ein paar Mal. Immer in das Gewebe reinfedern. Gewebe hat die Besonderheit, dass es euch zurückfedert. Und es geht ganz automatisch, so ein Rebound auf Neudeutsch, Rebound-Effekt. Zack, und letztes Mal. Okay, locker hier. Spann die Arme nochmal auf. Nimm die Ausatmung, dreh einmal nach rechts rum. Und wieder in die Mitte. Und dreh nach links herum. Okay. Dann nimm nochmal diese kleinen Federungen. Feder, Feder, Feder. So, vielleicht kommen die Arme auch jetzt schon ein bisschen weiter nach hinten. Spann ruhig die Finger. Spann, spann. Das ist echt so wie Spider-Woman. Morgen ist Muttertag. Ich bin gerade Mutter von 2 Hunden, 3 und 5 Jahre alt. Wird hier gelacht im Saal. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist ganz schön. Lass die Ellbogen gestreckt, bevor du hier lachst. Danke.
Ja, mal gucken, was die mir morgen zum Muttertag schenken. Lass die Ellbogen gestreckt, du hast 4 Kinder, oder? Ja, okay. Keiner mehr zu Hause. Dann. Ja, komm, weit nach. Guck mal, geht viel weiter nach hinten, die Arme gerade. Cool. Das Gewebe gibt einfach willig nach, wenn man es liebevoll behandelt. Das ist wie morgen Muttertag. Ich glaube, wir haben nur Frauen hier. Wenn man uns nett behandelt, dann sind wir auch nett. So. Oh, okay, kurze Pause. Hier, schüttel aus. Dann schieb die Füße nochmal in den Boden. Brustbein hoch zur Decke. Ein Hinschwung. Ein Rückschwung. Eine. Und nochmal Brustbein zur Decke. Jawohl. Letztes Mal. Und hier. Und dann, wisst ihr was, einmal würde ich gerne noch mit euch an den Boden, ich mal gucken, wie ich das hier organisiere. Komm mal nach unten, roll mal ab. Ihr dürft mal die Köpfe in die Raummitte drehen, so dass ihr, guck mal hier, ich habe gar keine Matte. Das ist ja auch Wahnsinn. Komm mal hier. Ach so, hier ist ja eine Matte, habe ich gar nicht gemerkt. Habe ich gar nicht gemerkt, dass ich auch eine Matte habe. Herrlich. Ja, weißt du, wisst ihr, geordnet kann jeder. Komm mal in die Liegestützposition. Lass die Hände und Füße, wo sie sind, und wieder auf den Upstretch verändern. Einatmen, Liegestützposition. Ausatmen, Upstretch. Und bei der Liegestützposition denkt das Schambein. Ja, das Schambein eher leicht hoch. Ja. Also Liegestütz heißt, dass du wie so eine Planke bist. Stell dir vor, bleib mal hier im Liegestütz. Stell dir vor, unter dir ist so ein kleiner Bach. Du hast die Hände auf der einen Seite, auf den Steinen so, hinten die Füße auf dem Gras und eine ganze Schulklasse muss drüber. So, bleib da, eine ganze Schulklasse muss drüber. Wenn man so hängt, dann ist es ungünstig. Ja, alle drüber. Pass auf, von hier nochmal hoch und mit viel Schwung nimm das rechte Bein zwischen die Hände. Und feder ein kleines bisschen hier nach. Ja, du komm, darfst auch den Fuß nach vorne setzen. Geh einfach immer einen Schritt näher oder nimm die Hände dichter an. Komm da irgendwie hin, Marion. Manchmal ist nicht der Weg das Ziel, sondern das Ziel ist einfach das Ziel. Ja, wer sich den Spruch hat ausfallen lassen mit dem Weg und dem Ziel. Pass auf, ihr dürft auch mal einmal hier aufrecht, komm mal hier so hoch, gib hier kleine Federung. Es geht mir hier um die Öffnung da so auf der Leiste. Habt ihr? So, jetzt sind alle, ja, alle in Position. So, da lang. Du kannst ruhig hinten den Fuß auch lösen, wisst ihr was, Fingerspitzen an den Boden. Und jetzt öffne mal den rechten Arm nach oben zur Decke und schließ ihn wieder. Nochmal ausatmen, öffnen, rechter Arm hoch zur Decke, einatmen, wieder schließen. Ausatmen, der rechte Arm nach oben zur Decke und schließ. Dann gib mal 2 Federungen nach oben. Hoch, hoch und zu. Nochmal hoch, hoch und zu. Ah, 2-mal noch hoch, hoch und zu. Letztes Mal und hoch, hoch. Achtung. Heißer Trick. Der Trick ist der. Das linke Bein nach vorne zum rechten und das rechte nach hinten. Alle da? Und dann komm hier in kleine Federungen. Kleine Federungen. So. Und dann lässt du die rechte Hand am Boden und öffnest den linken Arm nach oben. Und wieder zurück. Und linker Arm nach oben. Und zurück. 2-mal noch. Linker Arm nach oben. Und zurück. 2 Federungen. 1, 2 und tief. 1, 2 und tief. Den ganzen Brustkorb drehen. Ne? Nicht nur den Arm auskugeln, sondern den Brustkorb. Brustkorb drehen. 2-mal noch. Ich hab zack, ein letztes Mal. Zack, zack und tief. Achtung, Gewicht nach 2 Füße wieder nach hinten in den Upstretch. Dann geh mit den Händen zu den Füßen. Roll die Wirbelsäule wieder auf. Komm hoch in den aufrechten Stand. Und hier oben zum Abschluss der ersten kleinen Serie nochmal einmal Füße in den Boden schieben. Und merkt euch Hinschwung und zurück. Und Hinschwung und zurück. Und das hätte ich gerne noch 2-mal, 4-mal im Total. Das mit dem Schwung, merkt euch bitte, das brauchen wir in, nachher einmal wieder. Ja, 4 Stück, ja, wenn wir nicht übertreiben. So, und dann würde ich sagen, Christina, magst du übernehmen? Ihr Lieben, dann kommt doch mal mit mir in Hüftschmalparallel auf die Matte, Basic Parallel Position.
So like your heels are really under your sitting bones. Okay, platziert eure Finger unter den Sitzknochen und beginnt mit mir ein kleines Walking. Ich möchte, dass du dich richtig schön auf deinen Vorfuß hebst und senkst. Deine Arme schwingen locker, leicht, als ob du spazieren gehst. Super. Belaste den Großzehballen, ersten und zweiten Zeh. Schick mir die Knie nach vorne entgegen. Und dann gebe mir ein kleines Tempo hoch. Zieh den Unterbauch nach innen und oben. Und federe locker und leicht auf deinen starken Vorfuß. Wir arbeiten uns ein bisschen in eine Barstunde vorwärts, also für alle, die noch nicht teilgenommen haben, eine kleine Bar-Workout-Einheit. Im Stehen, ohne Stange. Überraschung! Yay! Und mit Matte, es ist super wackelig. Also wenn ihr irgendwann merkt, die Matte soll weg, dann macht ihr es auf dem Fußboden. Komm nochmal an. Gib das Gewicht stark auf den Vorfuß. Strecke deine Wirbelsäule nach oben. Spann dich auf, heb die Ferse. Genau. Und senk sie wieder ab. Heb mal die Zehen zur Zimmerdecke. Zehen hoch und leg sie wieder ab. Nochmal die Fersen nach oben. Schieb dich raus. Fersen ab, Zehen hoch. Vorfuß ab, Zehen hoch. Und ab. Vorfuß ab, Zehen hoch. Lass den Vorfuß und die Fersen. Vorfuß und die Ferse, Vorfuß und die Ferse. Ihr wisst, bei mir sind die Bar-Workouts mal mit qualmenden Socken verbunden. Qualmende Socken. Ferse und Vorfuß. Super. Letzten zwei. Und einer. Und lösen. Keiner. Roll deine Oberschenkel in den Lüften mal auswärts, wieder einwärts. Auswärts, wieder einwärts, auswärts, wieder einwärts. Lass uns testen, wie weit du gehen kannst. Bis die Länge entspannt. Und dann rollst du wieder einwärts, auswärts. Die Bewegung kommt bitte aus dem Hüftgelenk. Starte erneut. Innen, außen, innen, außen, innen, außen. Roll nochmal. Innen, außen, innen, außen. Bis du wieder im Parallel ankommst. Und nochmal außen, innen, der Oberschenkelkopf spiralisiert in der Hüftpfanne. Super. Dein längstes Außen, dein Spagat im Moment. Dann lasse mal deinen Steißsenk gleich zu Boden fallen. Rolle das Becken nach vorne und oben auf. Beug mal mit mir die Knie. Super, super weit, ich weiß. Und komm nochmal an. Wir gehen mal eins weiter nach innen. Nach innen, nach außen. Ich treffe dich hier. Nochmal eine Runde. Beug die Knie. Schick die Kniescheibe Richtung 2 in 10 und komm wieder an. Super. Geh nochmal nach innen, nochmal nach außen. Mach nochmal mit mir eine kleine Kniebeuge. Und streck dich. Letzte Runde innen, außen. Jetzt sind die Zehen wahrscheinlich so ein ganz kleines Stück geöffnet. Nochmal. So eine ganz sympathische Kniebeuge und lösen. Super. Bring die Füße nochmal in ein enges Parallel zusammen. Beug deine Knie, heb die Fersen an. Streck die Knie, Fersen an. Beug die Knie, Fersen hoch. Streck die Knie, Fersen an. Beug die Knie, Fersen hoch. Streck die Knie, Fersen an. Beug die Knie, Fersen an. Streck die Knie, Fersen an. Beug und streck und ab. Beugen, Füße in ganz doller Parallel. Ja! Super. Und nochmal beugen, Fersen hoch. Streck die Knie. Ferse. Beug die Knie, Ferse noch strecken. Letzte Runde. Beugen. Und bleib mal oben. Balanciere einen Moment. Komm. Drück die Innenschenkel zusammen. Aktiviert die Knie, die Knöchel. Bring die Arme seitwärts. Die Arme heben hoch. Und nochmal. Jetzt nehmen wir die Ferse mit dazu. Fersen tief, Arme hoch. Und ab. Tief und ab. Tief und ab. Tief und ab. Drück dich auf den Vorfuß vor. Und 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Ah, super gemacht. Trag dich aus. Überlege, ob die Matte weg soll. Ich bin auch selber hart am Überlegen, ich gebe es zu. Dann kannst du mal so eine ganz runde, ganz lockere Runde einfach auf die Fersen bringen. Zehenspitzen blicken leicht nach außen und du bewegst dich locker leicht. Starre die Schultern wieder auf und übers Becken. Super. Und dann kannst du mal deine Arme mitnehmen. Das heißt,
Du verlagerst das Gewicht auf das rechte gebeugte Bein, dabei schwingt der linke Arm nach rechts. Ich mach's mal mit. Und ich seh mich wieder hoch. Schwing mal, komm. Super, bleib mal hier. Öffne mit die Seite zurück, wechsel. Wir schwingen in die Gegenrichtung. Gegenrichtung. Schwing über vorne. Schwing über vorne. Super. Seitwärts Mitte. Ein großer Bogen. Lass deine Wirbelsäule lang. Noch drei. Und ja, es ist ein bisschen wackelig, ich weiß. Bleib in Balance. Und komm zurück. Schön gemacht. Du läufst wieder in so ein ganz harmonisches Parallel. Und jetzt möchte ich, dass du deine Oberschenkel von hier mal in die Hüftfalle nach außen rotierst. Beug mal eine Runde mit mir die Knie, kneif dein linkes Auge zusammen und guck mal auf das rechte. Guck die Kniescheibenmitte Richtung zweiten Zeh. Wir sind super strikt heute. Dann ist es dein Turnout. Super. Hände in die Hüfte, streck die Wirbelsäule, beug die Knie und streck sie lang. Tief, lang, tief und lang. Ich möchte, dass du dir vorstellst, du rutschst gerade an einer langen Wand tief. Was meine ich damit? Ich bin weniger hier, ich bin hier. Schulter über Becken. Der Kopf stapelt sich oben auf. Schick die Knie seitwärts. Super. Wir gehen tief und lang. Tief und lang. Tief und lang. Super. Lass die Wirbelsäule aufrecht. Jawohl. Tief und lang. Kleine Federn, kurze Federn. Und auch das ist ja heimlich Faszientraining, also schließen wir da nahtlos an Stefanies Intro an. Letzte Runde. Und wir bleiben mal tief zusammen. Super. Verlagere das Gewicht auf das linke Bein. Das rechte Bein hebt mal an, schiebt raus, setzt ab, schleift wieder rein. Links ist dein Standbein. Zieh die Außer, das rechte Bein zu dir ran. Schieb es raus, spitz den Fuß an, setz ab, komm wieder rein. Ganz viel Power auf links. Wie so ein Frosch, der durchs Wasser schwimmt, einbeinig. Und was möchte der Körper tun? Er möchte super gerne auch dieses linke Bein strecken. Nein, du bleibst schön tief. Bitte lasst eure Knie gedanklich Richtung Zimmerdecke bleiben. Das heißt, die Beine werden nicht parallel. Beide Beckenknochen gucken zu mir, beziehungsweise zu meinem Vorgänger. Nicht zu mir, wenn du zu meinem gerade nach vorne guckst. Letzte Runde. Wollen wir mal außen bleiben? Oh, jetzt wird es fies, oder? Kleine Kreise. Aus dem Oberschenkel in der Hüftwanne. Haltet bitte eure Kniebeuge links. Das ist so gemein, ich weiß. Aber ihr schafft das und wir sind gut aufgewärmt. Ich schwitze schon ordentlich, aber bei euch geht es ähnlich. Ja, I know. It's burning like hell. It's barburn. Oh, Pause. Trag dich mal aus. Natürlich machen wir noch die andere Seite, wie könnte es anders sein? Trink einen Schluck, wenn ihr braucht. Der Brand kommt. Der Faszienbrand. Tatsächlich, wenn man Faszien bewegt, Wasser bewegt, den Körper trinken nach dem Training. Ne? Okay, wir sind ready to go. Hände an die Beckenschlache, beugt die Knie, Gewicht auf rechts, ganz viel Power noch rein, Oberschenkel fest. Das linke Knie, strecke es, roll es ab, schleif es rein. Hol das Knie hoch, streck es lang. Schieb es tief und schleif zurück. Vorwege, strecke und über den Boden nachziehen. Super. Deine Idee ist, die Becken und Rippenabstände bleiben die gleichen. Obwohl du hier ganz locker, flockig auf einem Bein ackerst. Du schaffst, was geht, alles gut. Oh, da werde ich auch gleich. Prima. Das ist so eine ganz tolle Arbeit jetzt auch in Stabilisierung. Ne? Ihr merkt es gerade, ihr flucht wahrscheinlich. Oh, scheiß Stabilisierungsarbeit. Bleib mit mir oben. Kleine Kreise. Feine Kreise. Wer kann, geht ein bisschen tiefer in die Kniebeuge noch nach rechts. Wer nicht kann, sagt einfach, ich bleib dabei. Ich drehe hier. Atme, lächle. Genieße. Mit mir. Klingeling, da kommt noch jemand, wie schön. Und komm noch mal an. Du hast es toll gemacht.
dass uns gleich nach dem Regenfall, das zuletzt geackert hat, in einen schönen Ausfallschritt nach hinten geht. Ich möchte, dass du hüftschmal parallel arbeitest. Ferse drückt rein, der linke Arm strahlt nach oben, der rechte zieht seitwärts raus. Geh mal beim großen Bogen nach rechts zum vorderen gebeugten Bein. Wieder eins, zwei, dreimal. Achtung, jetzt kommt der Kicker. Linkes Knie hebt. Setze das linke Bein ab. Wieder eins, zwei, dreimal. Und hoch, super. Wieder eins, zwei, dreimal. Und hoch. Wer mag, macht noch diesen neckischen Armwechsel mit. Rechts nach vorne, links zur Seite. Eins, zwei, drei. Und lang. Eins, zwei, drei. Und hoch. Eins, zwei, drei. Und hoch. Super. Noch zwei, zwei, drei. Und ein letzter. Oh, toll gemacht. Andere Seite. Tschüss, Matte. So, Ausfallschritt ist hinten rechts. Bitte sorge dafür, dass deine Ferse unter dem Sitzknochen steht. Was meine ich damit? Es ist nicht das. Ihr seid wieder hüftschmal parallel innen. Okay, großer Ausfallschritt, dramatisch. Der rechte Arm hebt, der linke Arm strahlt seitwärts. Neige dich bei einem großen Bogen nach links. Federe eins, zwei, drei, Achtung, links zieh hoch. Gut. Lande wieder, schwebende Ferse. Und hoch. Und wieder seitwärts. Zwei, drei. Und hoch. Und nochmal eins, zwei, drei. Feder hoch. Und nochmal eins, zwei, drei. Wir machen noch drei Wechsel. Oh, jetzt kommen alle rein hier. Ihr macht es clever, Leute. Aber wir haben später angefangen. Ihr müsst trotzdem noch ein bisschen mit uns ackern. Herzlich willkommen für alle, die später dazuschauen. Schaltet euch bitte stumm. Letzte Runde. Eins, zwei, drei, hoch und lösen. Ihr habt das super gemacht. Was jetzt unbedingt noch fehlt, ist ein überhüftbreiter Ausfallschritt. Ich nenne ihn immer den Sumo-Ringerstand. Also ihr seid bitte, genau, ich brauche endlich diese Schweißbänder. Zehenspitzen überhüftbreit. Und du gehst mal in eine tiefe Kniebeuge, Achtung, und hebst dich hoch in den Ballenstand. Und hoch, super. Und tief und hoch. Und tief und hoch. Hinterkopf zu den Schultern. Bitte schaltet euch leise, liebe Onliner. Bitte schaltet euch stumm. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Super. Fünf. Jawohl. Plié und Relevé für alle, die schon mal in ihrem Leben ein bisschen Ballett gemacht haben. Wenn ich sage noch fünf, dann sind das immer 7 plus 2. Und einer noch, bleibt nach oben mit mir, drück dich raus. Vorfuß-Action. Roll dich locker nach unten. Laufe mit den Füßen. Hüftschmal parallel zusammen. Oh, Steffi. Time to go. Ich komme. Guck mal, wir haben umgebaut. Ich war so verwirrt. Ich kann ja auch so bauen, dass alles klar. Ah, cool. Dann mach doch nahtlos weiter. Pass auf, Füße wieder, Hüftgelenk weit. Aber jetzt bin ich hier, da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Kommt ihr damit klar? Jawohl. So. Erkelenz kommt damit klar. Okay. Christina, geh mal raus. Ich bin jetzt dran. So. Genau. So. Wie war das? Erste Mal schwingen. Zweites Mal schwingen. Drittes Mal. Susanne, schaltest du dich bitte leise? Das ist, wer liebt dann? Ja, dann kannst du mich durchgehen sehen. Vierte Mal. Von da öffne die Arme, öffne die Füße bis in die Grätsche. Wie war das, Christina? Beugen, beugen und Zehenspitzen hoch. So hat doch die Christina gerade aufgehört, richtig? Ja? Zack und wusch. Zack, zack, wusch. Ein letztes Mal. Zack, zack. Hab und nochmal Füße zusammen, zusammen, zusammen. Noch einmal hoch, noch einmal die Schwünge. Erste Mal, schwing. Mach weiter, zweite Mal, schwing. Mach weiter, dritte Mal, schwing. Mach weiter, vierte Mal, warum wundert ihr euch? Macht einfach weiter, öffne die Füße, die Füße, die Füße. Sumo und hoch. Sumo und hoch. Sumo und hoch, letztes Mal. So, merken bis gleich. Und jetzt geht's weiter. Zuerst habe ich eine kleine Fasteneinheit gegeben.
Roll die Wirbelsäule ab. Dann hat Christina ein bisschen Bar-Workout mit euch gemacht. Beugt die Knie ein. Und jetzt würde ich gerne mit euch ganz traditionelles Pilates machen. Ich sage euch, ich weiß noch nicht, was das Angenehmere war. So, im Pilates ist die erste Übung im klassischen Mattenprogramm sind die Hundreds. 100 deshalb, ihr werdet es gleich erfahren. Hände an die Beinrückseite und roll einmal so weit runter, dass da, also ja cool, da könnt ihr mich ja da oben auch sehen, gerade auf dem Bildschirm. So, dass die Beine 90 Grad sind. Schambein so ein bisschen leicht hochgezogen. Und dann zieh die Hände hier nach vorne. Und jetzt fang mal mit den Armen an zu fächern. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal 2, 3, 4, 5. Dritte Mal 2, 3, 4, 5. Dab, di, dab, dab, dab. Vierte Mal 2, 3, 4, 5. Jap, da, dab, dab, dab. Fünfte Mal, ich mal. Dab, dab. Und einmal kurz die Knie zum Körper, kleine Pause, legt den Kopf mal ab und kreist so ein bisschen über das Kreuzbein. So, pass auf, was ich nicht gesagt habe bei den Fächern ist, dass es bei diesen Fächern und bei diesem 5 bis 5 Zählen 5-mal die Einatmung ist. Ihr atmet 5-mal gleichmäßig durch die Nase ein und 5-mal gleichmäßig durch den leicht geöffneten Mund aus. Okay? So, einmal wieder die Hände an die Beinrückseite. Kopf und Schultern aufrollen. Seid ihr bereit? Arme lang ziehen und 5-mal durch die Nase ein, 5-mal durch den Mund wieder aus. Ein, aus, 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 aus. Vierte Mal die, jap, dack, hab. Letzte Mal die, jap. Da kurze Pause, wieder ablegen. Kreis nochmal. Jetzt heißt die Übung Hundreds. Ihr habt 5 Einatemzüge, 5 Ausatemzüge, ist zusammen 10. Wenn man davon 10 Wiederholungen macht, hat man 10 Atemzüge. Also 10 ist so die, was hinten rauskommen soll. Jetzt habt ihr ja schon 2x5 gemacht. Eigentlich könnte man sagen, wir haben es. Allerdings hat die Beinposition noch nicht so ganz gestimmt. Pass auf. Wieder Kopf und Schultern aufrollen. Finger lang nach vorne ziehen. Wer möchte, ganz ausdrücklich, wer möchte, Beine eng zusammen und einmal strecken. Und jetzt 5-mal durch die Nase ein, 5-mal durch den Mund wieder aus. Ja, die. Wenn du zwischendurch merkst, ich möchte meine Knie wieder einbeugen, absolut machen. Ja, die, da, 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 ja, da. Wo sind wir eigentlich? Moni, hast du mitgezählt? Silke, hast du mitgezählt? 5, 3, 4, 5, aus, 2, 3. Ja, sind wir beim 6. Mal. Die, da, da, dam. Ja, die, da, beim 7. Mal. Und Arnold Schwarzenegger sagt, wenn nichts mehr geht, gehen immer noch 3 Wiederholungen. Und jetzt bist du ja schon bei der 8. Mal fertig. Dann nur noch das 9. Mal fertig. Halt durch. Und jetzt 10. Mal fertig. Dann einmal langziehen die Finger, Knie zum Körper und Oberkörper ablegen. Mit dieser Übung beginnt Josef Pilates seine Mattenstunde. Jetzt wisst ihr aber auch, warum wir das für uns so ein bisschen modifizieren und ein bisschen anders anfangen. Denn wer so anfängt, der muss schon wirklich, ja, da muss man schon einiges vorbereitet haben. Okay, das waren die berühmten Hundreds. Setz einen Fuß auf, setz den anderen Fuß auf. Streck das eine Bein lang, streck das, ach, lass es einfach aufgestellt. Die zweite Übung im Mattenprogramm ist der Roll-Up. Schau, ich habe einen Fuß aufgestellt gelassen, damit du das Bein hier rannehmen kannst. Jetzt nimm die Ausatmung, roll hier Kopf und Schultern ein und lass dich von dem gebeugten Bein nach oben ziehen in den Sitz. Aufrichten. Und halte dich auch hier dran fest. Und jetzt fange ich auch, Christina, an zu schwitzen. Ich merke, meine Beine so ein bisschen klamm werden hier. So, der Roll-Up ist eine ganz fließende Bewegung. Nimm die Ausatmung, roll hoch in den Sitz. Ja, und entweder machst du jetzt die Version weiter mit dem Bein hier. Also alle, die jetzt so ein bisschen noch ziehen und ruckeln, die bleiben bitte bei dieser Version. Das ist für euch heute wirklich wichtig, dass ihr das so übt. Wer sagt, oh, ich kenne die Übung gut, der darf auch 2 Beine lang strecken. Und jetzt von hier, lass die Bauchdecke nach innen aushöhlen, roll ab, halt, nimm ruhig ein Bein fest, Marion. Heute ist Samstag, komm, Arme hoch nach hinten. Und dann zieh die Finger durch den Raum und roll hier wieder hoch bis in den aufrechten Sitz. Am Wochenende immer die leichte Version, komm.
Ja, genau, Gerda, nimm das Bein. Es ist, wisst ihr, wichtig ist für uns Trainer immer, dass wir uns darauf verlassen können, dass ihr es euch auch, also dass ihr so souverän werdet, oder unsere Aufgabe ist, dass wir euch souverän ausbilden, dass ihr ganz entspannt auch diese Version hier macht, obwohl vielleicht die Nachbarin eine andere macht, okay? Und Fortgeschrittene erklärt man immer daran, nicht, dass sie die Übungen wie Sterne vom Himmel tanzen, sondern dass sie genau wissen, welche Variation oder Modifikation jetzt hier und heute für sie gut ist. Also seid schlau und übt immer nur das, was euch gut tut. Also gute Idee, sehr gute Idee, das Bein zu wechseln, Andrea, ja. Das meine ich mit souverän und autark, genau. Herrlich, wenn Teilnehmer mitdenken. So, roll up. Wunderbar. Ein letztes Mal, dann bleib unten. Breite die Arme aus, nimm die Handflächen an den Boden wie so Saugnäpfe und das rechte Bein beug hier einmal ein im 90-Grad-Winkel. Und dann hätte ich gerne mit dem rechten Bein Kreise. Mit der Einatmung kommt das Knie zum Körper, mit der Ausatmung Kreis nach außen und komm wieder ran. So eine Wunde, super, hier atmen alle im Raum, das ist ja toll. Ich bin begeistert, weil die Hälfte der Gesichter, oder sagen wir so, ja doch, gut, die Hälfte kenne ich nicht. Sehr gut. Also, das ist eine wunderschöne Mobilisation für das Hüftgelenk. Mach einen letzten Kreis und bleib hier. Und jetzt streck das rechte Bein mal lang hoch zur Decke. Dann kommt so ein schöner Zug auf die Beinrückseite. Beug das Knie wieder ein, atme ein, streck. Und atme aus. Einatmen, einbeugen und ausatmen, strecken. Was auf dem Monitor hier erscheint, ist fast Kunst, nicht? Wenn mein Bein noch so im Licht hier erscheint. Wow, das ist echt, oh, ach, guck mal, das sieht wahnsinnig schön aus. Das könnte man jetzt echt ein Gemälde rausmachen. So, dann lass das rechte Bein lang gestreckt. Das Kreuzbein fällt immer noch satt in den Boden rein und das linke Bein ist euer Standbein. Also so, wenn du jetzt merkst, oh, das ist aber aufwendig, dann beugt das rechte Knie leicht ein, okay? Und jetzt hätte ich gerne mit diesem langen Bein Kreise. Mit der Ausatmung einen Halbkreis nach außen. Angenehm ist immer, wenn die Hüfte leicht außen rotiert ist. Und mit der Einatmung kommt das Bein wieder zum Körper. Auch hier sei sinnig, ja? Wenn das deine erste Pilatesstunde ist, beugt das rechte Knie ein. So, ansonsten darfst du auch gerne hier schon mal so ein bisschen dynamisch werden und das Bein richtig schön rum sausen lassen. Ausatmen, saus über außen, ein wieder ran, saus über außen und mach nur noch einmal und dann falte das Bein ein, leg es mal ab, lass mal die Beine locker, spür nach, was das mit deinen Hüftgelenken gemacht hat. Ich möchte wetten, die rechte Hüfte ist ein bisschen anders als die linke jetzt. Bei mir ist es immer so, kann man sehen, da fällt das rechte Bein komplett hin nach außen. Nur das fällt so richtig mehr aus der Hüfte nach außen. Okay, lass sehen. Wieder parallel drehen beide Beine, Arme ausbreiten, Saugnäpfe in den Boden und das linke Knie hier einbeugen und dann mit dem linken Knie Kreise beschreiben. Nimm die Ausatmung, kreis den linken Oberschenkel. Und halt das Becken dabei ruhig. Dafür hast du hier die Arme ausgebreitet. Wie so, wenn man, wie so bei so einem Baukran. Ne? Das sind wie die Füße von einem Kran, die sich so in den Boden verankern. Genauso sind die Arme ausgebreitet. Und lass das Bein beim nächsten Mal hier. Und streck wieder lang. Das ist so ein schöner Gegenzug. Das Kreuzbein nach unten in den Boden. Das linke Bein lang zur Decke, Kreuzbein in den Boden, linke Bein lang zur Decke, Kreuzbein in den Boden. Wenn das linke Bein wieder lang ist oder was, ne, was für dich der optimale Winkel ist, Priorität hat immer die Position vom Becken, dann dreh leicht auswärts und jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht auf dem Beamer komme, komm in einen Leg Circle mit dem linken Bein und ja, gepasst. Passt so gerade eben. Ausatmen. Dynamisch das Bein nach außen fallen lassen. Auch das hat wieder was ganz Fasziales. Dieses Fallen lassen und den Schwung nutzen und wieder hochkommen. Fallen lassen, Schwung nutzen und wieder hoch. Fallen lassen, Schwung nutzen und wieder runter. Oder auch mal eine aktive Pause. Das ist auch in Ordnung, ganz genau. Und so. Dann kurze Pause hier, Bein einbeugen, einmal lang strecken und lockern.
Ja, also wie gesagt, eine klassische Matteneinheit. Aber ein bisschen aufbauen tue ich, ihr Lieben. Passt auf, Knie nacheinander zum Körper. Wir überspringen ein paar Übungen und roll dich einmal elegant hoch in den Sitz und setz dich aufrecht. Wenn aufrecht sitzen ein bisschen unbequem ist, dann nehmt ihr eure Matte, rollt die hier einfach ein Stück auf und setzt euch da oben drauf, dass du eine Etage höher sitzt. Wer zu Hause ist, nehmt euch, ich wollte gerade sagen, ein Telefonbuch. Das gibt es ja gar nicht mehr, ein Telefonbuch. Früher haben wir mal gesagt, setz dich auf ein Telefonbuch. Hast du nie gesagt, Moni, du bist doch sogar älter als ich. Hast du nie Telefonbuch gesagt? Nein. Ich habe immer auf Telefonbüchern gesagt. Und Matten habt ihr eingeräumt. Ja, wir haben immer gesagt, Telefonbücher sitzen. So, pass auf, die Füße sind am Mattenrand, die Zehen rangezogen, die Arme ausgebreitet. Und dann nimm die Ausatmung, rotier zur rechten Seite. Einatmen in die Mitte und ausatmen, rotier zur linken Seite und wieder in die Mitte. Nochmal ausatmen, rotier zur rechten und hab rotier zur linken. Das wird natürlich die Säge. Schau, bei der Säge, bleib nach rechts rotiert, sägst du mit dem linken, hier ist das Sägeblatt, an der linken Kleinfingerseite, säg hier den rechten Unterschenkel ab und komm wieder hoch. Und damit immer ausgeglichen gesägt wird, säg jetzt auch den Überkreuz-Oberschenkel hoch. Ausatmen mit der Kleinfingerseite am Unterschenkel entlang. Ausatmen, rübersägen, einatmen, hoch. Ausatmen, sägen, ein hier hoch. Ausatmen, sägen. Aufrecht und sägen. Jetzt säg ruhig zweimal mit so einem kleinen Federn. Säg, säg und hoch. Und säg, säg, komm hoch. Und sägen, sägen, hoch. Einmal noch sägen, sägen, hoch. Und senk die Arme ab, die Füße wieder schmaler. Die Matte wieder wegrollen. Einmal Arme nach vorne, roll zurück in Rückenlage. Die Arme sind parallel zum Boden, die Fersen etwas dichter ran am Popo. Ich hätte gerne eine Schulterbrücke, ein Hochrollen in die Schulterbrücke. So, nimm die Ausatmung, lass das Becken leicht nach hinten kippen und komm mit dem Becken hier hoch in die Schulterbrücke. So, passt auf, roll mal wieder zurück. Roll mal wieder zurück. Unten angekommen, rechte Bein einmal hoch. Das gestreckte Bein absenken und flex wieder hoch. Gestreckte Bein absenken und flex wieder hoch. Gestreckte Bein absenken, flex hoch bleiben, aufsetzen, wechseln. Andere Bein, der Länge nach tief und flex wieder hoch. Der Länge nach tief, flex hoch. Der Länge nach tief, flex hoch. Unten wieder aufsetzen. So, jetzt komm wieder in die Schulterbrücke. So, und hier wieder ein Appell an euch. Ich werde jetzt hier oben dieselbe Übung nochmal machen mit dem Becken oben. Wenn ihr merkt, ihr kriegt einen Krampf, nimmst das Becken runter, machst die Übung mit Becken am Boden. Ja? Gewicht auf das linke Bein, sodass das rechte Bein hoch kann. Und das Bein senkt ab und kommt mit geflextem Fuß wieder hoch. Bein senkt ab, komm hoch. Ja, ansonsten wahlweise kann der Popo hier auch am Boden bleiben. Zack. Letztes Mal dann den Fuß aufstellen, Gewicht erst auf beide Füße. Lass das Becken oben. Gewicht auf rechte Bein, linke Knie ran und hoch und absenken und flex wieder hoch. Absenken und flex wieder hoch. Absenken, flex wieder hoch. Absenken, hoch. Aufsetzen das Bein und nimm die Ausatmung, roll wieder ab. Bleib einmal unten. Nimm das rechte Bein nochmal hoch. Senk es ab der Länge nach und wie bei einem Radfahren beug ein und streck das Bein wieder nach vorne. Fahrrad. Immer wenn das Bein nach vorne geht, atme aus und dann lasst das Bein hier aufgestellt. Müssen wir nicht die andere Seite üben, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Kommt direkt hoch in die Schulterbrücke. Becken bleibt. Gewicht erst auf das linke Bein, rechte Bein ran und hoch und einmal der Länge nach vor und Knie ran und hoch und vor, Knie ran und hoch. Und vor, Knie ran und hoch. Und vor, bleib ruhig hier oben und von hier oben setz den Fuß auf, halt das Becken oben.
Verlage das Gewicht auf das rechte Bein, linke Knie ran. Und auch hier Bicycle vor und ab. Und vor, da, und vor, hier. Und einmal noch, zack. Von hier oben würde ich immer über den kurzen Hebel einfalten. Dann die Wirbelsäule wieder abrollen. Dann darfst du ein Bein lang strecken. Achtung, ich roll wieder hoch und ihr rollt wieder hoch. Entweder mit einem Bein fest oder mit zwei gestreckten Beinen. Entscheide dich gerade für eine Version, entweder ein Bein oder zwei gestreckte Beine. Dann nimm die anderen die Arme hier hoch und in den Sitz. Schwing dich einmal in den Vierfüßlerstand. So, komm in den Upstretch. Geh mit den Händen wohin? Zu den Füßen. Roll die Wirbelsäule auf. Wir sind noch nicht fertig. Christina, eine Sache mache ich noch. Push-up natürlich. Roll die Wirbelsäule wieder ab, dann könnt ihr mich auch alle wieder sehen. Geh mit den Händen nach vorne. Und zwar so, dass ihr wieder in der Liegestützposition seid. Ich meine, das hätten wir heute schon mal diese Position gehabt. Hä? Achtung, beugt die Arme ein und streckt sie wieder. Und direkt upstretch. Mit den Händen zu den Füßen gehen. Ausatmen, hochrollen in den Stand. Nächste Ausatmung am Kopf beginnen, abrollen nach unten. Nach vorne gehen. Und einmal einbeugen. Ausatmen, wieder hochschieben. Upstretch. Und wieder zurück zu den Füßen. Roll wieder hoch und ein letztes Mal diese Übung. Roll die Wirbelsäule ab. Geh mit den Händen nach vorne. Beug hier die Ellenbogen und streck. Entspann im Upstretch. Und dann geh ein letztes Mal zurück mit den Händen zu den Füßen. Roll die Wirbelsäule wieder hoch. Bleib einen Moment da. Stell dich mit dem Blick zur Kamera. Und remember, es fing an mit, erste Mal, zweite Mal, könnt ihr euch schon mal überlegen, welche Übung hinten dran kommt, dritte Mal, ihr könnt Wünsche äußern, aber das haben wir, Christina, nicht im Vorfeld festgelegt, warte, also ihr könnt Wünsche äußern, aber wir werden pass auf, federn hoch, was meint ihr, welche Übung hängen wir hinten dran und hoch. Schließ Wetten ab. Silke, was meinst du? Was hängen wir hinten dran? Nein, ich meine aus der klassischen Serie. Was hängen wir aus der klassischen Serie hinten dran? Keine Ahnung, ist ganz einfach. Pass auf. Wir machen ganz, ganz fatal. Abrollen. Einbeugen. 90 Grad drehen. Auf die Matte. Und direkt. Hundreds. Und vier Durchläufe. Und. Japp, dack, 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 dack. Japp, die, da, da, hab. Zweite Mal, da. Da, da, ja, di, da, da, dritte Mal, ja, di, da, da, ab, ja, da, 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 ab, vierte Mal, ja, di, da, ja, da, da, ziehen, Knie zum Körper, Kopf ablegen und dann bleib mal da und die Christina darf übernehmen. Ach, zeitgenössisches Pilates, contemporary Pilates, yeah. Manche schimpfen Blümchen und Bienchen, wir sehen das ein bisschen anders. Hände bitte an den Hinterkopf, flechte mit deinen Fingern ein Körbchen, dein Kopf passt genau hinein. Bringe einmal deine Ellbogen zu den Schläfen und öffne sie wieder weit. So, dann bleib einmal hier unten, du klebst deine Oberarm- und Unterarmrückseite in den Erdboden. Achtung, du bist ein Bonbonpapier, du rollst dich von deiner rechten Seite her komplett nach links. Super. Mit dem Einatmen rolle jeden Wirbelkörper einzeln wieder ab und die Matte aus. Damit klebe dir bitte deinen rechten Ober- und Unterarm Richtung Matte und rolle dich mit der linken Seite. Genau, einmal nach links. Super. Nochmal in die Matte zurück. Wir wiederholen das einmal mehr. Sauge den Unterbauch nach innen und oben. Dann geh bitte in die Rotation für deinen Körper. Einatmen zur Vorbereitung, ausatmen dieser sanfte kleine Twist. Sehr schön. Nun bringst du das linke Knie nach oben, das rechte Knie nach oben. Stell dir vor, deine Kniescheibe tragen Gläser mit Orangensaft gefüllt. Du rollst vom Kopf her nach oben und vorne auf. Ich möchte, dass du dich wirklich von der vorderen Front aufziehst,
Den Kopf drück zurück in die Hände, okay? Kopf schwer nach hinten. Hier, die Rippen wollen in die Bettklammer. Vielleicht kannst du noch einen Millimeter mehr rausholen. Achtung, mit dem Ausatmen wickelt sich jetzt dein rechtes Schultergelenk wieder genau seitlich. Also ich in einem Crossover. Komm nochmal in die Mitte zurück. Und wieder der eine Twist genau seitlich. Nein, wir sind noch nicht Richtung Lendenknochen unterwegs. So, jetzt verändern wir was. Du rollst wieder exakt seitlich, aber das rechte Bein streckt weg, während du zum linken Knie unterwegs bist. Super. Achtung, du bist immer noch genau wie das Bonbon beschäftigt, ein Bonbon zu umhüllen. Jetzt ändern wir wieder was. Jetzt möchte das rechte Schultergelenk zum linken Becken kommen. Du tauchst über, leicht diagonal am Oberschenkel vorbei. Ist mir super. Komm wieder in die Mitte zurück. Du tauchst über, über linkes Schultergelenk Richtung rechte Becken kann. Komm in die Mitte zurück. Komm, das machen wir nochmal, weil es so schön ist, oder? Wir sind jetzt so gut warm. Wir könnten jetzt 100 Wiederholungen schaffen. Machen wir aber nicht. Keine Panik für alle, die jetzt dachten, oh Gott, zeig mir das Schiff des Pilates. Das wird jetzt die fieseste Einheit in allen. Letzte Runde rechts und links. Oh, ihr könnt gerne rausgehen, wenn ihr mögt. Oder wenn ihr heute einschläft, für mich reicht es jetzt. Rolle dich ab. Zieh mal die Knie zur Brust. Entspanne Kiefer und Nackenmuskeln. Oh. Kennt ihr diesen Pferdemove? Ich liebe den ja, um den Kiefer zu entspannen. Jetzt hat richtig hart verspannt zum Nacken. Mach doch mal kurz. Tatsächlich ist das eine Übung nicht unmöglich, nur auch durch die Kiefermuskeln angespannt bleibt. Wir sind ja hier unter uns, also egal wie bekloppt das jetzt aussieht. Gut. Das klingt super, Leute. Gut, bitte das Pferdeschnauben einstellen. Bringt nochmal die Knie mit den Hüften, breitet die Arme seitwärts aus. Klebt euch die Handrücken in die Matte, schiebt eure Beine zur Zimmerdecke nach oben. Zieht mal die Fußrücken genussvoll zu den Kniescheiben. Einatmen, schieben die Fußaußenkanten seitwärts. Federn 1, 2, 3 mal. Schließe die Beine und klebt ihr die angespitzten Fußinnenseiten aneinander. Flex die Füße, Federn. Wenn du außen angekommen bist, 1, 2, 3 mal. Spitz die Füße ein und bring sie zurück. Zieh die Fußrücken wieder zur Kniescheibe. Federn 1, 2, 3 mal. Und klebt die Füße zusammen. Achtung, nochmal. Oh, sanft die Rippen Richtung Beckenknochen tauchen lassen. Atme bitte in den Rücken ein und lege auch deinen Rückenrippen in die Matte an. Letzten zwei Runden, flex die Füße. Federn 1, 2, 3. Oh, ich glaube, über uns hört jemand Rockmusik, oder? Ich spitze voll ab gerade. So ist das, wenn man in einem Wohnhaus ein Pilatesstudio hat. So, beugt die Knie, stellt die Füße ab, legt die Fußsohlen aneinander, lasst die Knie nach außen klappen. Jetzt wird es schön. Pass auf. Federung mit mir auf deine rechte Beckenschaufel. Lege die rechte Oberschenkelaußenseite ab. Schieb das linke Knie weg von der linken Beckenknochenseite. Rollen über die Mitte zurück. Wechsel mit mir. Schieb die Kniescheibe ganz weit weg von der vorderen oberen Darmbeinstange. Rolle mit mir weich über die Mitte zurück. Federe wieder. Schieb das Knie weg. Rolle weich zurück. Schieb das Knie weg. Ich hoffe, du spürst diese sanfte Verlängerung, diese schöne Außenspirale in der Hüfte. Wir ärgern ja heute tüchtig auch unseren Hüftbeuger. Aber das ist okay. Der braucht ein bisschen Beschäftigung. Der ist ja die ganze Woche nur mit Sitzen beschäftigt, heute darf er. So, dann darf das auch mal so ein bisschen weich und rollend werden. Wir haben heute so viel schon für die Rippen auch getan. Und versuchen mal so ein bisschen von Seite zu Seite zu schwingen. Achtung! Wir drehen uns jetzt auf unsere Seite. Bitte dreh dich so, dass du mich sehen kannst. Dein Kopf liegt auf dem unteren Arm. Ich rutsche mich zurück, dass auch ihr mich hier online sehen könnt. Dein Kopf ruht auf dem unteren Arm. Bitte stapel deine Beckenknochen, stapel deine Schultergelenke. Bringe den Hinterkopf zurück zu den Schulterblättern. Wenn man von oben auf dich drauf sieht, bist du auf einer wunderschönen Kreidelinie abgelegt. Stütze deine Hand locker vor dem Brustbein, atme ein. Mit dem Ausatmen zieh den Unterbauch nach innen und oben und hebe beide Knöchel auf Hüftgelenksebene an. Super. Lege die Beine ab. Achtung, jetzt ist das obere Bein faul. Ein unteres starkes Bein hebt ein oberes faules Bein. Einatmen, lege die Beine ab. Ausatmen, hebt ein oberes starkes Bein, ein unteres faules Bein an. Probier mal, ob du die Spannung wechseln kannst. Wieder abheben. So, jetzt sind wieder alle zwei stark. Ausatmen. Zwei starke Beine heben. Einatmen, sinken sie wieder. Ich habe dir einen Teelicht angezündet und stelle dir das unter die untere Taille. Ihr kennt es schon. Ich bin da immer so ein bisschen
wird es mal ein bisschen Bootcamp Pilates bei mir. Also jetzt kommt das Feuer zum Einsatz. Super. Also erste Runde, beide Beine ziehen gleich stark. Super. Zweite Runde, unteres Bein stark, oberes Bein faul. Probier mal, ob du das für dich einstellen kannst. Dritte Runde, oberes Bein stark, unteres super faul, aber wird mitgezogen. Toll. Jetzt hebst du bitte einmal mehr deine Beine an. Du balancierst jetzt so richtig schön auf deiner Beckenschaufel und auf deinem Schultergelenk. Trenne die Beine. Und jetzt werden deine Beine zu Heckenschere. Es ist Mai, alles grüht und blüht. Bitte schere die Hecke mit deinen Beinen. Flex die Füße, wenn die Beine nach außen ziehen. Spitz die Füße an, wenn sie in die Mitte ziehen. Dein Schambein rollt Richtung Nase. Dein Hinterkopf ziehst du den Schulterblättern. Achtung, der Kopf bleibt super schwer abgelegt. Ich weiß, dass es total verlockend ist, jetzt nochmal mit dem Nacken so ein bisschen nachzuarbeiten. Ich möchte das nicht. Also, lass den Kopf schwer liegen. Deine starken, schrägen Bauchmuskeln machen den Job unter anderem. Das ist wieder eine dieser herrlichen Ganzkörperübungen in Pilates, die mit einem guten Atemfluss einhergehen, einer guten Kontrolle deines Körperzentrums. Bleibe also in deinem intensiven Ein- und Ausatmen. Immer da, wo der Atem schwächlich wird, wird meist auch die Bewegung schwächlich. Oh, jetzt fallen euch die Oberschenkel ab nach dem Barworkout. Stimmt. Leg mal die Beine ab, beug die Knie, runde dich, als ob du so wie so ein Schlimms, der gerade in der Pfanne gebraten wird, ganz rund zusammenschnurrst. Oh, komm tiefenerfrischt über die Seite nach oben. In einen Vierfüßlerstand. Ich drehe dich mal runter, damit ihr auch gerne hier runde sehen könnt. Stell mal deine Zehenballen auf, spreize deine Finger auf, stütze die Hände aus der Matte. Lass uns ganz kurz unseren kleinen, genussvollen Upstretch nach oben ziehen. Ein Gedenk unseres kleinen Finale, das wir gleich noch haben. Beuge deine Knie und schwebe eine Runde mit mir über der Matte. Schicke den Scheitel nach vorne, lass den Sitzknopf nach hinten strahlen, strecke deine Wirbelsäule. Achtung, wir gehen wieder nach oben. Schiebe deinen Oberkörper in die Länge. Achtung, die Rippen fallen nicht raus, deine Rippenbögen docken an die Beckenknochen an. Einatmet, beuge die Knie, schwebe über der Matte, ausatmet, drücke dich mit den Händen weit nach hinten und oben. Sitzknochen funkeln und strahlen die Zimmerdecke. Noch einmal einatmen, beuge deine Knie, toll. Schultern weg von den Boden. Eine Sekunde genießen wir, oder? Lass uns einen Genussmoment in der Luft noch haben. Just stay there for a sec. Breathing in, breathing out. Oh, puf. Setzt mal die Knie ab, schiebt den Po auf die Ferse und erinnert euch gleich, dass Seite 2 der Seitenlage noch drankommt. Also, na toll. Zum Glück haben wir nur 2 Seiten, Steffi, weil wir werden irgendwie anders gebaut. Dann hätten wir noch 3 mehr. Das wäre 1000. 1000, Gott, das sind 1000 Fuß. Also, andere Seite. Am besten drehst du den Kopf dorthin, wo eben die Füße waren, dann kannst du trotzdem in der gleichen Ausrichtung bleiben. So, starte wieder Knöchel, Knie, Hüfte, Schultern. Auch hier wieder wichtig, guck mal, wenn ihr liegt, dass die Schulter wirklich ganz weit wegzieht in die Ebene der zweiten Schulter. Ne? Manchmal liegt man hier oben so und denkt, oh, was ist schief? Schickt die Schulter zum Weg. Okay. 2 starke Beine beginnen. Ausatmen. Zu den Unterbauch nach innen oben 2 starke Beine heben. Einatmen, senken. Ausatmen. Ein unteres starkes Bein zieht das obere faule Bein nach oben. Einatmen, lege ab. Ausatmen, ein oberes starkes Bein zieht ein unteres faules Bein nach oben. Vielleicht kannst du das in deinen Adduktoren, in den Innenschenkeln aktivieren. So, jetzt wieder 2 gleichmäßig starke Beine strahlen raus aus der Hüfte, die in absoluter Aufspannung liegen. Unteres starkes Bein. Oberes starkes Bein. Und nochmal, alle Beine stark. Schicke die Schultern weg von den Ohren und denke nochmal an diesen stacheligen Kaktus, den ich dir unter die Taille geschoben habe. Nett wie ich bin, da drunter ist der Kaktus. Also, der ist übrigens giftig. Giftig, stachelig und überhaupt. Du balancierst auf deiner Beckenschaufel. Super.
So, ich treffe dich noch einmal mit langen Beinen oben. Komm, schieb nochmal die Beine raus aus der Hüfte. Streck nochmal die Hüfte. Schambein rollt Richtung Nase. Kreuzbein fällt Richtung Ferse. Schräme die Beine. Scherenschnitt durch die Luft. In der Mitte treffen. Flex die Füße, wenn die Beine nach außen ziehen. Flex und poll. Und flex und poll. Jetzt habe ich ganz vergessen, für die andere Seite anzusagen. Ihr könnt natürlich auch mal probieren, ob das heute eine Option ist, den oberen Arm in die Luft zu strecken. Das ist ein Kann, kein Muss. Wir feststellen, um Gottes Willen, ich breche gleich zusammen. Da bleibt natürlich auf dieser Seite, um Gottes Willen. Also mach das, was heute für dich wichtig ist, für dich angemessen ist. Wie in jeder Stunde, Steffi hat es vorhin auch schon gesagt. Wichtig, wichtig. Jeder macht, was er heute kann. Super. Die letzten Zentimeter deiner wunderschönen Hecke werden geschnitten und du gönnst dir eine völlig berechtigte Pause. Ziehst nochmal das Knieherz zu dir rein. Genieße noch einmal dieses Einrollen. Dann berappele dich, indem du dich nochmal in deinen guten Stütz nimmst. Stelle die Zehenbeine auf und laufe sanft mit deinen Händen, Zehen, Spitze, spüre deine starken Fußsohlen im Boden, richte dich langsam auf, deine Knie verlängern sich. Du hängst mit dem Oberkörper ganz weit von den Zehenspitzen herum. Deine Arme dürfen baumeln. Wäre mir wichtig, wenn du jetzt gleich aufrollst, dass die auch baumeln bleiben, damit ich nicht klatscht an die Beine dranlegen. Atme ein und bleibe. Ausatmen, zieh den Unterbauch nach innen und oben, drohle dich auf, Stand. Einatmen, streck mal deine Arme weiter und Achtung, kein Hohlkreuz, Kreuzbein fällt, Schambein rollt und also Po-Spannung, ja. Schwing mal. Achtung, der Oberkörper wird wohl dehnen, deine Rückenfaszie. Schwing mal. Komm wieder an, öffne deine Arme. Lauf aus deinem Parallel in ein Außen. Jetzt kommen sie wieder. Beug die Knie, spann die Arme auf. Ballenstand. Tief, tief, Steffi. Ich nehme jetzt mal deine schöne Variante hier einfach mit ins Boot. Tief, tief und hoch. Pause. Lauf mit den Füßen eng zusammen. Jetzt wird es haarig. The 100. Roll dich mit der Wirbel ab. Beug deine Knie. Genieße es, dass du hier nach unten in deine Matte kommen kannst. Oder alternativ setze dich bitte mit dem Po auf die Matte, sodass du genügend Platz hinter dir frei hast, um deine Matte zu rollen. Bringe die Füße in die Hüften. Basisvariante, the 100, gebeugte Knie. Wer sich heute fit fühlt und weitergehen möchte, the 100, lange Knie. Atme vorbereitend ein, rolle vom Kopf her mit mir auf. Hebe deine Arme an. 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5 und 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5 und lächeln. 2, 3, 4, 5 und noch mehr lächeln. 3, 4, 5. Und jetzt habe ich irgendwie den Count verloren. Wir machen die letzten 5 und 4 und 3. Noch mehr lächeln und noch einmal. Zieh die Knie kurz zu dir. Roll dich auf die Seite. Komme nach oben in deinen Vierfüßlerstand. Platziere deine Hände unter den Schultergelenken. Stelle deinen Zehenballen. Atme vorbereitend ein und hebe die Knie. Ausatmen, schiebe dein Gesäß weit nach oben. Strecke, wenn möglich. Halte einen Moment. Beuge einatmen die Knie. Schwebender Vierfüßler. Ausatmen. Schiebe deine Sitzknochen genussvoll. Halte die große Länge, die du in deiner Wirbelsäule geschaffen hast. Und beuge erneut die Knie. Lächle deine Matte an ein letztes Mal. Super. Jetzt fängt alles wieder von vorne an, ihr Lieben. Ist das nicht schön? Ihr lauft es bitte mit den Scheiße. Ihr lauft es bitte mit den Händen auf die Zehenspitzen. So. Rollt euch Wirbel für Wirbel auf. Strecke mit mir deine langen Arme, lass den Steißbein rollen, den Schambein Richtung Nase ziehen, Bauchband nach innen. Schwung und hoch und Schwung und hoch und drei mehr und hoch und zwei mehr und hoch und einer mehr und hoch. Breite die Arme aus. Laufe mit deinen Füßen in die zweite Position. Beuge die Knie. Achtung, Ballenstein und tief, tief. Ballenstein und tief, tief, Ballenstein. Super.
Oh, ihr macht das gut. Oh, können wir jetzt stundenlang weitermachen? Nein. Christina, stopp. Okay, wir machen Stopp. Setz die Pferde ab. Lauf mit den Füßen hüftschmal zusammen. Rollt euch wieder nach unten. Lauft nach unten. Schwingt die Knöchel elegant zur Seite. Setzt den Po ab. Oder kommt einfach so in eure Rückenlage. Basisvariante. The Handbrake gebeugt die Knie. Herausforderung, wer möchte. The Handbrake gestreckt die Knie. Atmen vorbereitend ein. Rolle mit mir vom Kopf her auf nach oben. Hände schleifen mit die Matte. Hebe die Arme. 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, Hände an den Hinterkopf, wenn du merkst, Mensch, hier meldet sich mehr der Nacken, als dass meine Bauchmuskeln arbeiten. Zieh von den Rippen nach oben. Je näher der Nacken am Becken ist, desto leichter. Wenn der Kopf hier unten ist, mehr Stress für den Nacken. Und wenn ich so plaudere, kommen wir zu unserem guten Ende. Ziehen die Knie nochmal zu und Kopf einmal von Seite zu Seite. Roll dich um die Seite nach oben. Wieder in deinen Vierfüßler. Stelle die Zehenbeine auf. Trommelwirbel. Achtung, wir schieben uns nach oben. Genieße den Ausblick. Bevor du die Knie beugst und die Wirbelsäule streckst. Ich variiere das ein bisschen. Mach jetzt keinen Push-up mehr. Sorry. Beug die Knie. Streck. Aber es ist doch, alle denken jetzt wahrscheinlich heimlich, Gott sei Dank, nicht nochmal diese lange Push-up. Letzte Runde. Und komm nochmal oben an. Streck das rechte Bein raus. Streck das linke Bein raus. Lauf mit den Füßen locker auf die Hände zu. Rolle dich auf in deinen riesen Stand. Oh, das ist ganz schön. Ich mache freiwillig nicht mehr. Das ist top. Oh. Lasse das Blut zurücksacken. Alle haben angenehm gerötete Gesichter. Bringe deine Arme über den beiden Boden nach oben. Streck dich raus. Oh, und lass nochmal deine Arme tief. Mach mir zweimal mehr Atem ein. Strecke dich, schieb die Füße vom Boden weg, lass die Kopfkrone zur Zimmerdecke wachsen. Lass deine Arme tief fallen. Ein letztes Mal noch. Wachsen, verlängern, Schultern plumpsen lassen. Oh, locker lösen. Ah, geschafft! Geschafft, ihr Lieben!